Nee, und die sind sowieso noch falsch angeschrieben. Jerewan, das stimmt ja eigentlich auch nicht mehr. Wäre ja Zürich. Vielleicht mal umbenennen. Die können, glaube ich, eben so ziemlich alles transportieren. Ja, Gütertypen, alles. Die können sogar Personen transportieren. Aber die Animation, wie die er hier anlegt, finde ich schon, haben sie schon nice hingekriegt, ehrlich gesagt. Das. Ja. Das habe ich eingestellt. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir die ersetzen. Was mich hier für einen Liniendurchsatz interessieren. Bleibe ich nur hier. 341. Wie viel machen die Züge? Mal schauen, vielleicht müssen wir den Takt ein bisschen aufeinander abstimmen. Sind die hier hinten? 169. Ja, gut, das ist schon ein relativ weiter Weg von hier oben. Du musst nicht mal hier durch. Ja, wir verstopfen einfach mehr die Schienen, als das wahrscheinlich im Endeffekt Nutzen bringt. Weil die Schiffe sind an sich kein Problem, die machen ja relativ gut Plus. Die haben einfach wahrscheinlich zu wenig Kapazität. Schauen wir mal, was wir hier haben. Die haben 130. Oh, die wären natürlich nice. 300. Sind aber auch von der Geschwindigkeit ein bisschen langsamer. Welche haben wir jetzt hier? Auf Hausen. Glaube ich, wo hier zu finden. 32. Oh, sind 600 Kilowatt. Ne, die sind eben 4 km/h langsamer. Die kann eben nur Öl. Sind die gleichen im Prinzip. Ja. Da hier, die Merlin. Wäre eine Option. Können wieder nur Öl, die können nur Passagiere. Oxalp. 30, 220. Na gut, ist halt die Frage, wie schnell die dann hier zum Ziel kommen mit dem Takt. Natürlich auch machen könnte, ist mehr Schiffe raufschmeißen. Ja. Ja, fast das Doppelte. Wollen wir es riskieren? Ich denke ja, oder? Mal mehr als die Schuss nach hinten losgehen kann, kann es nicht. So, einmal ersetzt. Hat, glaube ich, nur 14 Millionen gekostet. Wie mehr geht es eigentlich? Ja, doch, der wird schon mal voll. Weil im Moment verlieren wir hier nur.
Und ich glaube, wir müssen hier sogar noch die Kapazität von Durchsatz nach oben schrauben. Weil ich glaube, die sind im Takt auch zu langsam, 5 Minuten. Weil die Züge, die können hier pro Fahrt, wie viel liefern die? Ja, die können 3 und 24 anliefern, wenn die voll sind. Ich denke, wir müssen hier nochmals mehr Schiffe aufsetzen. Ja, wir schauen das mal an. Also 15 Rest liegt noch hier. Der dürfte voll sein. Der ist voll. Die haben auch viel hier abzuarbeiten. Gut, da könnte man größere LKW draufschmeißen. Ich habe nämlich nur gut Kapazität 17. Gut, die sagen, dass er recht schnell leer war. So viel, wie wir hier drauf haben. Also 60% hier abgedeckt. Reicht schon. Oh, hier nimmt es jetzt zu. Massiv nach Singapur. Ja, das wäre genau die Linie, wo die Züge, die wir ausbauen müssen. Hast du den Zug schon mal gesehen? Das ist eine Mod. Ja, die machen ganz leicht Minus. Hero E1000. Ne, die fährt von Duisburg nach Hannover. Da ist die Frage, gibt es was Kleineres? Dass wir vielleicht zwei Züge machen können. Ich denke, wenn wir die ein bisschen verkleinern, wäre das nicht schlecht. Moment, wir können hier modifizieren. Das ist ein Zug, okay. Ja, schade. Auch noch ein neuer. Diesel, 100 km/h, elektrisch, was haben wir hier? Das sind neue Wagen. Ich glaube, die ÖBB, die sind, glaube ich, funktionieren, glaube ich, noch nicht. Ja, IC, da müssten wir mal noch eine Strecke basteln. Ja, habe ich im Moment eben noch nicht gemacht, weil wir das Geld bisher nicht hatten. Wäre noch eine Option. Was ist denn das für eine? Den habe ich jetzt noch nie gesehen. Das ist glaube ich noch ein neuer. Oh, 300. Ein 300 km/h. Ja, der heißt aber auch anders. THSR. Na ja, gut, der wäre auch schneller als der normale Shinkansen. Mal schauen, gut, wir haben den hier drauf, den Standard, der macht 2,20. Könnte man eigentlich auch mal tauschen, ne? Dann bei Gelegenheit. Ja, das hier ist der, den wir jetzt hier haben. 277. Der. Doch, wir haben einen kleiner. 8 Wagen. Wenn wir den einsetzen, mal zwei, sollten die B-Züge, glaube ich, auch besser laufen mit einem kleineren Takt. Und noch mal. Wir müssen optimieren.
Ich glaube, da haben wir ein bisschen Probleme, sonst auf der Strecke. Das ist ja der hier. Ja, der saugt das weg. Okay. Gut, die Doppelstock, die wären ein Thema, he? Ja, die wären definitiv ein Thema. Die haben im Moment 99 Kapazität. Was haben wir da? Die Frage. Ich glaube, den neuen haben wir, glaube ich, noch eh noch nicht. Kommen. Die hätten eben zwar schon mehr. Nein, die haben weniger schon dran. Die fahren aber 160, der eben 130. Nee, den neuen haben wir eben noch nicht be bekommen. Da müsste ja eigentlich der, wie heißt er? Den Chris kommen. Auch bald mal anwesend sein. Ja, gut, dann gibt es hier eigentlich nichts als die einfach verlängern. Ich muss mal sagen, dass wir die Kapazität hier wegkriegen. Oh. Wieder massiv nach unten gesackt hier. Ich glaube, wir haben wieder irgendwo was uns hier massiv was kostet. Hier. Beiden Stahlherren da. Maschinenfabrik. Haben die wieder für ein Problem? Noch von hier nach hier. Da kann das sein, dass die wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel mitnehmen, weil sie zu wenig abtransportieren, das könnte sein, ne? Ja, Lager ist hier übervoll. Was meinst du, brauchen wir hier eine zweite Fabrik? Wir haben hier natürlich auch enorm, ja, Richtung Hannover. Definitiv. Wo ist dein zweiten Zug? Die sind eigentlich eben voll. Problem. Aber komm, weißt du was? Wir bauen, wir verlängern die. Wir verlängern den. Er ist voll. Er ist leer. Den können wir eigentlich schmeißen. Verlängern wir die doch einfach. Nein, das ist der Werkzeugzug. Maschinenwerkzeuge. Ja, habe ich eingestellt. Das. Dann müssten wir hier ja noch einen neuen Zug draufsetzen. Die gibt es, glaube ich, nur in 120 km/h. Schnelleres haben wir, glaube ich, noch nicht. Außer die sind schneller. Oh, 60. Binnenwerkzeuge, die können schneller. Sieh mal an. Wir haben mittlerweile die solche bekommen, die können 160. Die können nur 120. Alles die gleichen. Was ist der Standardwagen? Nichts mehr. Sind die neuesten, die wir haben. Boah, 2 Millionen, ey. Hallo, pro Wagen. Ey, jetzt hockt's dem Spiel aber was, ey.
Haben die an den tiefen Kopf wegen zwei mehr? Die dürften aber wahrscheinlich auch wesentlich lauter sein und schwerer. Dazu auch noch. Ladegeschwindigkeit 4, hat der 3. Wäre auch schon mal besser. Und 20. 25 Tonnen, ja super. Wir haben jetzt 6 Wagen. Das ist gerade mal 12 Kapazität mehr. Bringt's das? Plus dann noch ist er noch fast 50 Meter länger. Schauen wir ja noch 2 Wagen mehr ran. Schauen wir mal lokomotivenmäßig. So eine Vorspann. Herausgezeichnet. 42,6 Millionen. Kriegen wir den noch günstiger hin? Gleich Lokomotiven. Ja. Aha, 32 Millionen. Kriegen wir doch sicher noch mal günstiger, nicht? Also vom Betrag her nimmt sich das jetzt nichts so über die anderen Ebene. Die macht 200, die ist eh. Sechsunddreißig, die ist teurer. Im Endeffekt. So einen nehmen. Ah, die Metronom. Metronom haben wir sogar noch. In 140er Varianten. Ja. Also eigentlich fast die wäre die Option. Hm? Wäre fast die einzige. Ja, super, die hier. Gut, aber dann könnten wir hier dann auch noch ein paar Magen mehr anschmeißen. Mich würde es wundern, wie lange hier, wie können wir den verlängern, bis der dann hier nicht mehr ausgezeichnet ist. Das nimmt mich kurz wunder. Einer mehr. Also gut, so ist eigentlich schon das Maximum erreicht. Also haben wir das auch schon getestet. So, dann Lokomotive. Hier. 50 Millionen, dann sind wir wieder fast bei Null. Ich glaube, wir müssen es investieren. Zack, gemacht. Ja, dann würde ich sagen, wir können mit denen eigentlich mal mitfahren. Was meinst du? Da ist eine. Ja, es ist nur die Kurve, aber der. Die Maschinen, die fahren eigentlich hier gerade durch, nach hier unten. Der müsste mittlerweile irgendwo unterwegs sein. Das ist der Lebensmittelmaschinen. Warte, wieso haben wir hier auch noch Lebensmittelmaschinen? Wo nimmt der Maschinen mit?
redet doch gar nicht über den Bahnhof. Oben. Nee, der geht doch gar nicht vorbei. Ach, Quatsch mit Maschinen. Der macht nur noch das Getreide. Oh, jetzt ist hier ist der andere. Macht er immer Minus. Ja, Unterhalt nochmal, das müssen wir auch noch einstellen, sonst vergammeln die uns. Zu schnell weg. Bringen wir mal zu dem hier. Der fährt gerade noch Singapur auf, hä? Gut, da muss er immer wieder warten. Ich glaube, wir müssen dann eh mal Streckenausbau betreiben.